Der heutige 5. Mai ist also der Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus, aber auch europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Artikel 1 der Menschenrechte besagt, dass alle Menschen frei und gleich an Würde und Rechten geboren sind. Aber die Praxis sieht leider oft ganz anders aus, wie Theresa Kulovic berichtet. Seit 1992, also seit fast 30 Jahren, versammeln sich am 5. Mai Menschen, um aufmerksam zu machen. Aufmerksam auf die nicht vorhandene Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Der 5. Mai ist seither der offizielle europäische Protesttag für Menschen mit Behinderung. In Österreich leben etwa 1,4 Millionen Menschen mit Behinderung. Das sind rund 18% der Gesamtbevölkerung. Und trotzdem ist die Inklusion im Land noch immer mangelhaft, kritisieren Hilfsorganisationen. Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit. Jeder Mensch ohne Unterschied hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. So steht es im Artikel 23 der Menschenrechte. Theoretisch zumindest, denn gerade am Arbeitsmarkt zeichnet die Praxis ein ganz anderes Bild, wie Interessensvertretungen kritisieren. Und sie fordern vor allem für die Behindertenwerkstätten echte Entlohnung statt Taschengeld, damit den Menschen auch ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden kann. Aktuell sind die Löhne in solchen Werkstätten nämlich zwischen 5 und 200 Euro im Monat. Österreich hat sich 2008 im Rahmen der UN-Behindertenrechtskonvention verpflichtet, Menschen mit Behinderungen uneingeschränkten Zugang zum Bildungssystem und der Arbeitswelt zu ermöglichen. Es ist aber beim Vorsatz geblieben. Man hätte ein weiteres Jahrzehnt im Kampf für Inklusion verschlafen, wenn in den nächsten Wochen kein ordentlicher Plan zur Umsetzung der Konvention erarbeitet würde. So Martin Ladstätter vom Behindertenberatungszentrum BIZEPS. Dazu treffen Vertreter der Lebenshilfen und des österreichischen Behindertenrats heute Bundeskanzler Sebastian Kurz. Denn der Kampf um die Gleichstellung ist noch lange nicht ausgefochten.